Nachdem mein letztes Video-Tutorial, in dem ich euch erklärt habe, wann ihr welchen Kunstköder wie und wo einsetzt, so gut bei euch angekommen ist, habe ich beschlossen, diese Serie um eine Folge zu bereichern. Denn heutzutage gibt es unzählige Angelmethoden, um erfolgreich auf Raubfische zu angeln. Carolina Rig, Neko Rig, Texas Rig und was es noch so alles gibt. Viele dieser sogenannten Finesse-Angelmethoden sind aber nur zu unterschiedlichen Konditionen am Wasser bzw. mit unterschiedlicher Präsentation unter Wasser besonders fängig. Und darum geht es heute in diesem Video. Finesse-Methoden generell haben den Vorteil, dass sie dem Köder unter Wasser ein ganz neues Laufmuster oder Laufverhalten einhauchen, das die schlauen und großen Fische vielleicht noch nicht in- und auswendig kennen. Und deswegen sind Finesse-Methoden besonders beliebt bei Anglern, um besonders große Fische zu fangen. Fisch. Ganz, ganz langsam geführt und das ist ein richtig guter Barsch, glaube ich. Da es gerade für Angelanfänger schnell unübersichtlich werden kann, wann du welche Finesse-Angelmethode wie verwendest, möchte ich dir in diesem Video die 6 wichtigsten und bekanntesten Finesse-Angelmethoden einmal näher vorstellen. Lass also jetzt schon mal ein Like auf dem Video, abonniere den Kanal und jetzt geht's los. Das Texas Rig ist besonders gut, um im Cover, also im Kraut, zu angeln. Denn bei dem Rig werden sogenannte Offset-Haken verwendet, bei denen die Hakenspitze in den Gummifisch versenkt wird und dadurch kannst du eben sehr gut in verkrauteten Gebieten angeln, ohne ständig Hänger zu bekommen. Das Texas Rig ist ähnlich aufgebaut wie das Carolina Rig. Wir haben ein Wurm- oder Krebsimitat, das auf einem Offset-Haken sitzt. Und direkt eine Glasperle und ein Bullet Weight ohne einen Stopper dazwischen. Diese beiden Elemente können also direkt vor den Köder quasi aufknallen und dieses klackende Geräusch, das ist eben auch das, was viele Fische anlockt. Das Texas Rig fischt hier folgendermaßen. Ich habe jetzt hier so einen Creature-Köder drauf. Meistens fischt man am Texas Rig auch eher Creature-Baits, Craws oder eben Würmer, Wurmimitate. Als erstes werfen wir den Köder natürlich aus, lass den absinken. Und das Texas Rig führen wir jetzt eben so, dass wir den Köder immer am Grund behalten wollen, ganz langsam führen und ab und zu können wir einen harten Jig mal reingeben, also einen harten Schlag in die Rute geben. Dadurch lupft der Köder so ein bisschen über den Grund, sinkt dann wieder ab und dieses Klickgeräusch von der Glasperle auf das Bulletfly entsteht. Und das ist gerade im Winter, wenn die Fische etwas träger sind, extrem erfolgreich zum Angeln auf Barsche. Immer den Kontakt zum Köder halten, einfach weil man bedenken sollte, man lupft quasi das Bulletfly mit der Glasperle hoch und der Krebs auf dem Offset-Haken trudelt danach erst hinterher. Also ruhig den Köder nach dem Anjig ein bisschen länger stehen lassen, dass der Krebs auch wirklich Zeit hat, hinterher auf den Grund abzutrudeln. Vorteil ist natürlich auch, der Fisch spürt kein Gewicht, er kann einfach so den Krebs einsaugen, da das Bulletgewicht, das Bulletfly frei bewegbar auf der Vorfachschnur sitzt. Das Ned Rig bekam seinen Namen durch den Erfinder Ned Cade, der das Rig zum Angeln auf Schwarzbarsche im Winter erfand. Beim Ned Rig wird ein spezieller Jigkopf verwendet, durch den der Köder senkrecht vom Boden absteht. Als Köder kommen hierbei Gummiwürmer zum Einsatz, die schwimmend sein müssen, damit dieser Köder eben perfekt senkrecht vom Grund absteht. Das Rig wird insgesamt sehr, sehr langsam über den Gewässergrund hinweg geschliffen, um träge Fische zu überlisten und ist wie gesagt sehr, sehr gut zum Angeln im Winter. Die Köderführung dieses Rigs ist also sehr einfach und die Fangchancen und der Fangerfolg bei demotivierten Fischen sehr, sehr hoch. Beim Fischen mit dem Net Rig haben wir hier so einen Trailer drauf. Das ist ein ND von Nace in dem Fall jetzt in 3 Inch und der besteht aus TPE-Material. Das heißt, den kann man richtig lang ziehen und der ist vor allem deutlich besser fürs Gewässer. Der Köder steht senkrecht auf dem Grund und wie wir den führen, ist, dass wir den extrem langsam über den Grund schleifen. Also ab und zu kann man auch mal einen kleinen Sprung machen, aber vor allem schleifen wir den sehr, sehr langsam über dem Grund und wie das aussieht, das zeige ich euch mal jetzt. So, dafür werfen wir den Köder jetzt als allererstes mal aus und lassen den zu Grund sinken. Bei angehobener Rute, ist auch relativ wichtig, schleifen wir den Köder einfach nur ganz langsam über dem Grund, indem wir die Rute so ein bisschen anheben, ein bisschen so langsam die Schnur wieder aufsammeln und wieder anheben. Und das machen wir quasi die ganze Zeit, kann ihn auch mal ein bisschen stehen lassen. Der Köder steht quasi senkrecht auf dem Grund und die Angelmethode ist besonders gut im Winter, wenn die Fische träge sind, wenn sie langsam sind und man eben ganz langsam einen Spot ausfischen will und irgendwann knallt dann der Barsch rein.
Das ist eine super geile Angelmethode, die gerade immer beliebter wird hier in Deutschland und die mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß macht. Fisch. Ganz, ganz langsam gefiert und das ist ein richtig guter Barsch, glaube ich. Oh ja, oh ja. Den hat er sich weggerupft. Ah nee, ist kein Barsch. Nur eine quergehackte Brasse, alles klar. Erster Fisch. Das Freerig ist eine Angelmethode, die derzeit immer beliebter und populärer wird. Bei dieser Angelmethode brauchst du lediglich ein Gewicht, was frei auf der Schnur laufen kann, einen Haken und einen Köder. Der Hauptvorteil des Freerigs liegt darin, dass der Köder free am Vorfach befestigt ist. Der Fisch kann also den Köder einziehen, ohne dass er ein Gewicht verspürt. Außerdem wird das Freerig gerne zum Angeln in Häfen verwendet, weil du durch das freilaufende Gewicht den Köder sehr, sehr gut an Booten oder Stegen platzieren kannst. Das Freerig ist so aufgebaut, dass wir ein Krebs- oder Wurmimitat haben, so wie bei den meisten Finesse-Angelmethoden. Dieser sitzt auf einem Offset-Haken und davor befindet sich dann das Freerig Blei, in diesem Fall 7,5 Gramm. Und so sieht die gesamte Montage aus. Und so werfen wir das Ganze mal aus. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Angelmethode, die besonders gut zu kalten Jahreszeiten ist, einfach weil wir den Köder sehr, sehr langsam über den Grund führen. Wir zuppeln das Ganze also ganz, ganz langsam über den Grund. Wichtig hierbei, die Rute schön hochhalten, dass man perfekten Kontakt zum Grund hat und immer an straffer Schnur den Köder präsentieren. Ab und zu kann man ein bisschen reinruckeln in die Rute, dass der Krebs mit seinen Fühlern am Grund sich schön attraktiv bewegt. Der Fisch spürt hier keinen Widerstand, wenn er den Krebs einsaugt. Eine super effektive Angelmethode, die viel Geduld bedarf, aber schon oft den einen oder anderen richtig fetten Fisch rausgebracht hat. Das Neko Rig ist besonders zum Angeln auf Barsche effektiv. Es besteht aus einem Schrumpfschlauch, einem Haken und dem Neko Weight. Mit diesem Rig lassen sich Gummiwürmer oder Krebsimitate ziemlich perfekt animieren. Man kann das Rig sehr, sehr präzise führen und auch sehr, sehr lange an einen gewissen Punkt halten, also den Köder auch ganz, ganz lange an gewissen Spots abfischen lassen, ähnlich wie beim Net Rig eigentlich. Der einzige Unterschied zum Net Rig ist eben, dass das Net Rig von der Kopfseite aus angehoben wird und quasi über den Grund lupft, während das Neko Rig eher von der Bauchseite mit der gesamten Fläche gegen die Wassersäule gezogen wird. Das Neko Rig ist so aufgebaut, dass wir am Ende des Vorfachs einen Einzelhaken haben und an diesem befestigt hängt eben der Trailer, also in dem Fall der Wurm. Der ist jetzt bestehend aus TPE-Material, das heißt ein sehr, sehr flexibles Material. Wäre das jetzt ein normales Plastikmaterial, ein schwimmendes, das ist nämlich sehr, sehr wichtig bei dem. Dann müssen wir jetzt hier noch einen Schrumpfschlauch rummachen, um den zu befestigen. Das geht hier aber so. Beim Neko Rig versenken wir in das Maul des Wurms eine kleine Metallnadel, um eben sicherzustellen, dass der Köder auch mit dieser Seite am Grund steht. Und dadurch, dass der Neko Trailer hier, der Nace ND in dem Fall, schwimmend ist, steht der Köder senkrecht am Grund und wird durch Zug der Schnur über den Grund gelupft. Ganz unten drin haben wir hier einen Nail Sinker, also quasi ein Gewicht, was wir reingedrückt haben in die Spitze. Dadurch steht der Köder eigentlich genauso wie beim Net Rig senkrecht auf dem Grund. Nur, dass wir den Köder eben, wenn wir ihn dann über den Grund zuppeln, schön mit der ganzen Breitseite durch die Wassersäule durchstoßen und eben nicht wie bei einem Net Rig mit dem Kopf zuerst, also dass der Kopf hochgeht und dann der Köder runter, sondern wir den Köder eben mit der gesamten Breitseite quasi komplett senkrecht auch führen. Das ist so ein bisschen der Unterschied und von der Führung machen wir dagegen aber gar nicht so viel anders wie beim Net. Ich zeige euch das mal. Wir werfen den Kollegen erstmal aus. Versuchen dann auch immer eine straffe Schnur zu haben, dass der Köder eben schön senkrecht auf dem Grund steht und wir jeden Biss mitkriegen. Der steht jetzt richtig schön senkrecht auf dem Gewässergrund und mit langsamen Zuppeln können wir den quasi mit der kompletten Rückenseite senkrecht einen 90 Grad Winkel zum Grund zu uns herführen. Und das ist manchmal der entscheidende Unterschied, wenn man mit einem Net Rig angelt oder so. Und ihr wisst ja, manchmal sind es ja auch die kleinen Unterschiede, die dann eben einen krassen Fangerfolg ausmachen können. Also testet es gerne mal aus,
auf jeden Fall underrated und bei noch nicht ganz so vielen Anglern in Deutschland hier angekommen. Das wohl bekannteste Rig ist das Dropshot Rig, bei dem der Köder und der Haken direkt auf dem Vorfach sitzen. Durch ein Gewicht am Ende des Vorfachs kann man hiermit ziemlich gut über dem Gewässergrund fischen und durch leichtes Zupfen in die Schnur den Köder wie schwerelos animieren. Das Dropshot Rig ist also eigentlich mit die beste Methode, um in hängerträchtigen Umgebungen zu angeln, zum Beispiel Steinpackungen oder ja, Muschelbänke, da du einfach, wenn du einen Abriss hast, nur unten das Blei abreißt und nicht den gesamten Köder plus Haken und Vorfach. Außerdem kann ich bei dem Dropshot Rig richtig schwere Gewichte nehmen, also auch zum Beispiel sehr, sehr gut im Wind angeln. Ich kann sehr, sehr weit den Köder rausfeuern vom Ufer durch ein schweres Gewicht und kann den Köder dann trotzdem wie schwerelos animieren, da das Gewicht unten hängt und der Köder komplett frei von dem Gewicht ist. Das Dropshot Rig ist so aufgebaut, dass wir am Ende des Vorfachs ein Blei haben, was an die Schnur geknotet oder an die Schnur geklemmt wird, je nach Modell. Dann kann man 10 bis 50 cm, je nachdem wie man es mag, den Haken befestigen. Und an dem Haken wird dann in den meisten Fällen ein Gummifisch genosehookt, also durch die Nase aufgehakt. Das hält in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut. Besonders geil ist halt beim Dropshot, dass man den Köder quasi senkrecht führen kann. Hier unten haben wir das Blei, in dem Fall jetzt 7 Gramm, dann darüber den Dropshot-Haken und den Gummifisch. Und besonders gern fische ich dieses Rig zum Beispiel, wenn ich im Hafen bin und direkt unter einem Steg angeln will oder direkt an einem Boot. In dem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt hier direkt an der Mauer fischen will, kann ich den Köder runterlassen und gucken, dass das Blei auf dem Boden liegt und dann einfach die Schnur gestrafft lassen. Dann weiß ich, dass der Köder auch straff quasi am Vorfach dranhängt. Und dann kann ich ihn einfach so ein bisschen zuppeln und ganz, ganz lange quasi einen Punkt einfach ausfischen. Und das ist eben in Hafenstrukturen, an Stegen, an Booten sehr, sehr spannend, finde ich. Dropshot hat außerdem den Vorteil, dass wir das ziemlich weit auswerfen können, mit viel Gewicht quasi, und dann aber trotzdem den Köder wie weightless, also gewichtslos, am Grund präsentieren können. Der Fisch hat außerdem nicht die Schwierigkeit, einen schweren Köder mit einem schweren Jigkopf zum Beispiel einzusaugen. Beim Dropshot halte ich immer Kontakt zum Grund und lasse den Köder auch ziemlich lange stehen und zuppel den einfach so ein bisschen und lasse den dann wieder stehen. Den normal hart anzujiggen, sage ich mal, das macht nicht so viel Sinn, sondern meiner Meinung nach macht es mehr Sinn, wenn das Blei die ganze Zeit den Grund berührt, also wir eine straffe Schnur haben und den langsam einkurbeln, ein bisschen über den Grund schleifen, ab und zu ein bisschen zuppeln. Damit habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht. Das Carolina Rig ist unter Anglern allseits bekannt, denn der einfache Aufbau und die hohe Effektivität machen es sehr, sehr beliebt. Das Carolina Rig besteht aus einer Glasperle und einem Bullet Weight, ähnlich wie das Texas Rig, und natürlich einem Offset-Haken. Und das Tolle beim Carolina Rig ist einfach, dass man dieses Rig sehr, sehr weit werfen kann und den Krebs oder Wurm dennoch wie schwerelos unter Wasser animieren kann, obwohl man dann zum Beispiel ein sehr schweres Gewicht, also ein sehr schweres Bullet-Blei verwendet, um eben weit werfen zu können. Es ist also auch perfekt, um zum Beispiel an windigen Spots zu angeln. 30 bis 50 cm davor zwei Stopper, die man hier sieht, und eine Glasperle und ein Bullet Weight, die eben durch den Stopper gestoppt werden. Und hier unten hängt dann der Krebs. Beim Carolina Rig fischen wir ähnlich wie beim Texas Rig, eigentlich in den meisten Fällen Würmer oder Krebsimitate. Der Unterschied vom Carolina Rig zum Texas Rig ist eigentlich nur, dass die Kombination aus Bullet Blei und Glasperle gestoppt werden und ungefähr 30 bis 50 cm vor dem Krebs hängen, und dadurch muss man den Köder auch ein bisschen anders führen. Also nachdem wir das Carolina Rig ausgeworfen haben, lassen wir den Kollegen erstmal wieder zu Grund kommen, so wie bei den ganzen anderen Rigs auch. An stets straffer Schnur behalten wir den Kontakt zum Carolina Rig unter Wasser und schleifen das Rig einfach nur langsam über den Grund, anders als beim Texas Rig, wo wir das Texas Rig ja ab und zu auch mal richtig hart anjiggen können. Ganz langsame Führung, besonders gut im Winter auf Muschelbänken zum Beispiel oder auf steinigen Untergründen. Da entfaltet das Carolina Rig volles Fangpotenzial, und das ist auf jeden Fall eine Angelmethode, die man im Winter in jedem Hafen und auf jeder Muschelbank und jedem steinigen Untergrund mal probiert haben sollte, um richtig dicke Barsche zu fangen.
So, da ist der erste Barsch auf Carolina Rig. Die Craw komplett zerfetzt. Schön sind sie hier, die Barsche. Ich habe euch in diesem neuen Angelguide die 6 wichtigsten Finesse-Methoden zum vor allem Barschangeln näher gelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unbedingt den Kanal, checkt meinen Zweitkanal aus, StreamSafe, und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Angelvideo. Macht's gut. Ciao, ciao.